Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Between the Stars. Und zwar wie hier schon zu sehen, beziehungsweise hier schon zu sehen, es handelt sich hier natürlich nicht um das komplette Spiel. Das Ganze ist nur ein Prolog, also sprich eine Demo. Das Spiel wird im September auf Kickstarter sein Glück versuchen und wir schauen uns jetzt mal das Spiel vorab an. Jane Scott oder James Scott? Wir nehmen Jane Scott. Ja, wie unschwer zu erkennen, handelt es sich hier um ein Raumschiffspiel. Das Erkunden von Wracks bietet bessere Beute, je weiter du voranschreitest, aber es bedeutet auch viel mehr Risiken für die Mannschaft. Ich bin schon total gespannt. Ich habe nur einen Trailer gesehen, der sehr cool aussah. Ja, schauen wir mal. Alert. Systems damaged. Warp drive pressure increasing. Crew, boost warp drive to full power. But Captain. I said full power, that's an order. Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more. Warp successful. We've made it. Okay. Mai, damage analysis. Starting damage assessment protocol. Testing main engines. So, wie gesagt, es handelt sich hier um eine sehr, sehr frühe Version. Bewege das Mausrad nach oben, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und das Mausrad nach unten, um das Schiff rückwärts zu bewegen. Wir genau fliegen jetzt mal hoch, beziehungsweise rückwärts. Moderate damage. Engines operational. Testing navigation systems. Okay, halte WS, um das Schiff vorwärts und rückwärts zu neigen, also nach oben und unten. QE nach links und rechts drehen und AD zum Rotieren. Navigation systems operational. Testing power systems. So, nutze Pfeiltaste nach oben, um alle Energie auf die Waffen umzuleiten. Linke Pfeiltaste auf die Antriebe und rechte Pfeiltaste auf die Schilde. So, unten rechts ist das übrigens zu sehen, hier. We're detecting warp signatures in the vicinity. We've been followed. Prepare for attack. Halte X, um nach hinten zu sehen, okay. Zerstöre die feindlichen Schiffe. Ja, wir werden es versuchen. So schieße ich, okay. So, los geht's. Ups. Energie auf die Waffen. Wunderbar. Oh, ich komme mit der Steuerung noch gar nicht zurecht, klar, aber das wird schon noch. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen verteilen die Energie. Hier haben wir noch einen. Der wird auch nicht mehr allzu lange leben. Jawohl. Reinforcements incoming. We need more firepower. More firepower, ja, immer her damit. Schiffe haben einen Schild, der sie vor Schaden bewahrt. Einmal durchbrochen, wird die Hülle beschädigt. Das Feuer auf einem bestimmten Teil des Schiffes zu konzentrieren hilft, diesen Teil schneller zu zerstören. Zerstöre die feindlichen Schiffe. Optional steuert die Nuklearrakete, um die feindlichen Schiffe zu vernichten. 2 plus linke Maustaste. So, erstmal einen Gegner suchen. So, 2.
Und linke Maus. Okay, das ist noch im Aufladen. Ja, geben wir ein bisschen mehr. Achso, Schild ist hier. Oh, mehr Energie auf die Schilde. Und mal sehen. Das. Nach hinten können wir auch sehen, aber wir können auch nach hinten schießen. So, wie sieht's aus? Ist der 2 jetzt aufgeladen oder nicht? Ich denke mal, ja. Und denke mal, dass der. Aber was das jetzt genau gebracht hat, habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, einmal zerstört können gegnerische Schiffe geplündert werden, um Beutekisten zu erhalten. Um nach Beute zu suchen, fliege in die Nähe eines Schiffes und platziere den Cursor darüber. Sobald das Schiff ein holographisches Bild wird, suche nach den roten Punkten, die Beuteposition des Schiffs zeigt. Lege den Cursor darüber, halte den Feuerknopf über dem roten Punkt, um die Beute zu plündern. Das ist eine interessante Variante zu looten. So, salvage pods are stored in your ship's hold until they are opened or stored in your stash on a space station. Don't forget to have enough space to keep picking them up all across the universe. So, wir werden jetzt noch ein bisschen, bevor wir uns ins Inventar begeben, werden wir noch ein bisschen plündern. Da gibt es ja noch ein paar Sachen. Einmal. Die Steuerung ist noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber sie funktioniert. Und das nicht schlecht. Es sieht. Ups, Entschuldigung. Es sieht auch richtig gut aus, das Spiel. Also kann man sich auf jeden Fall auf Kickstarter mal ansehen. Würde ich definitiv sagen. Es ist ja auch nicht oft so, dass ein Spiel zur Kickstarter-Kampagne schon eine fertige Demo hat. Das ist ja auch immer sehr lobenswert. Ah. So, ich denke, es ist alles geplündert. Drücke I. Okay. Das haben wir, die Beutekisten, Beutetruhen haben wir und 2 Korpses haben wir. Können wir, wir können die öffnen. Zack, da sind Credits drinnen. Protonite und leichter intelligenter Raketenwerfer. Den können wir dann wahrscheinlich hier platzieren. Zum Beispiel statt dem hier. Nehme ich mal an. Hier haben wir eine gewöhnliche Beutetruhe. Geld, ein bisschen Protonite und fertig. Geld, Protonite. Ah. Okay, das ist nicht Protonite. Also es gibt einiges an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Ressourcenarten. Okay. Intelligente Raketenwerfer. Einfach mal ausrüsten und ausprobieren.
Okay, jetzt kommen die seltenen. Oh, das gibt richtig Kohle. Schön, schön, was war das? Okay. So, das war System Analysis. Critical. Inventar. Repairs needed immediately. All right. Mai, what's our current position? We are currently in the Sabbath City sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Preparing warp drive. Sieht schon cool aus. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt hier meine Waffen nicht, die ich mir reingepackt habe. Kann ich die hier auch noch? Wenn ich den reinpacke. Okay, keine Ahnung. Die Sternenkarte ermöglicht eine schnelle Reise zwischen benachbarten Sektoren. Öffne sie und springe zum Sektor Tasset Stella. Drück M, um die Sternenkarte aufzurufen. Klicke auf den Tasset Stella Sektor. Ohoho. Camera Movement. Oh, das ist schön. Verwirrend, aber schön. So, und jetzt muss ich noch den richtigen finden. Natürlich habe ich keine Ahnung. Puh. Ah, da. Da ist er. Aber wo? Ah, das ist der momentane Sektor. Und hier sollen wir hin. Ja, sehr schön. Mai, which is the closest space station in this sector? It's the trade station and Terrace Port. Okay. Set in the coordinates. Na, dann halt dorthin. Raumstationen, bekannte Gebiete und Anomalien in demselben Sektor werden auf dem Bildschirm angezeigt. Hier, okay. Um uns schneller zu bewegen, können wir Quantenantriebe verwenden. Stelle vor dem Laden der Antriebe sicher, dass vor dem Schiff Platz ist, um nicht zu kollidieren. Ja, sieht gut aus. Drücke die Leertaste, um den Quantenantrieb zu laden. Fliege zum kommerziellen Antaros Port. My situation report on Antaros Port. Accessing database. This station serves as a crucial hub for business tycoons and mining sector speculators. It has a large port specialized for trade freighters that return full of materials from mining settlements. They also swear they have the best beet soup recipe in the universe. So, muss ich händisch? Nein, er stoppt automatisch, das ist auch gut. Und schon befinden wir uns. Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. We request docking permission. Station Control Tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Und schon sind wir bei der Raumstation. Wenn du eine befreundete Station erreichst, wird dir eine Andockstation zugewiesen. Sie wird als einsatzbereit markiert. Fliege zum angedockten Bereich und fliege zum Licht. Wenn du mehr Bewegungsgenauigkeit benötigst, kannst du die seitlichen und vertikalen Triebwerke nutzen. Nütze Left Shift Left Control, um das Schiff vertikal zu bewegen. Und nütze Z und C, ich hoffe Y, nein Z, Z, leider Z, und C, um das Schiff seitlich zu lenken. Okay, na, schauen wir mal. Lokalisiere das Dock und bewege dich darauf zu. 1. Fliege langsam in das markierte Gebiet.
Stoppe das Schiff in dem markierten Gebiet. Oh, jetzt kommt eine Punktlandung. Warte ein paar Sekunden, ohne das Schiff zu bewegen, um den Dockvorgang zu bestätigen. Hier nochmal der Hinweis, hier oben zu sehen. Kickstarter, das Spiel kommt auf... Okay. Glück gehabt. Kommt auf Kickstarter. So, wir bewegen uns drauf zu. Und in dem markierten Gebiet. Bisschen drehen, bisschen drehen, bisschen drehen. Ja, das sieht nicht so schlecht aus. So, ich denke, wir sind in dem markierten Gebiet. Wir stoppen hier und warten ein paar Sekunden. Ja, funktioniert ja wunderbar. Das sieht natürlich professioneller aus als mein kläglicher Versuch. Und schon sind wir auf der Raumstation. You discover a great commotion around the freighters on the station when you exit your ship. You hear shouts from all angles and merchants bidding ever increasing numbers over merchandise. Your crew and yourself leave the freighters behind and search for a repair workshop. You find yourself looking at the neon lights when someone bumps into your shoulder. Ouch, that hurt. It's a scruffy young woman who begins to collect spanners and metallic objects of all sorts she had on her as she tries to steady herself. Don't worry, are you hurt? No, it was my fault entirely. Oh, excuse me, Captain. I'm so sorry. My name is Susan. I'm the head of the Pulsar Ship Repair Workshop. What can I do for you? Actually, we were just looking for a repair shop for our ship. You walk together to the docking bay where your ship is located. Susan rubs her eyes incredulously. No way, a KP-564SC warship. It's completely totaled. How did you manage to... Susan sighs deeply. Alright, we can do it, but it won't be cheap or easy. The repair cost highly exceeds your credit account. After negotiating, you agree to handle a series of tasks for her in return for payment. In the meantime, they shall give you a completely operational ship. Susan, do you know where we can find the transmission room? Of course, Captain, there's a transmission bay in the next district over. I can show you the way. A large space stations offer a transmission system highly superior to that of normal ships, allowing for cross-sector communications. You walk through the station until reaching the transmission bay, where you encounter two guards. After identifying yourself, you are allowed to pass and spot the transmission crew, busily sending coordinates and data to nearby stations. You are granted a terminal in order to send a situation report to the Republic. Perform the transmission. Also, wir senden hier ein Signal. Captain Scott here. We're transmitting from the Anteros Port Station in Sector Tama 6. Captain Scott, we were expecting your arrival 2 Earth days ago. Yes, sir, we ran into problems. We were following the trail of a slaver network in the Lithopa 1 sector. We infiltrated the base and obtained a crucial part of the information that you ask us for. But our scientists are still unable to decipher it. During our retreat, we were ambushed by an assault fleet. We thought we had left them behind when we arrived at this sector, but we were intercepted. We finally managed to finish off the enemy ships, but two of my crew members have lost their lives and the Genesis was practically destroyed. I'm sorry to hear that, Captain. We'll give them the sending off they deserve. What's your ship's current status? Our ship is damaged. Also, wir haben hier quasi Sklavenhändler verfolgt, haben ihre Basis infiltriert und haben irgendeinen Teil, keine Ahnung, einen wichtigen Teil an Informationen
worum uns unser Admiral hier gebeten hat, bekommen. Aber wir haben es noch nicht entschlüsseln können. Dann wurden wir verfolgt bzw. angegriffen. Und als wir bei diesem Sektor waren, sind wir nochmal angegriffen worden, wobei zwei unserer Leute, Schaden genommen haben. Zwei unserer Leute gestorben sind und unser Schiff großen Schaden genommen hat. Ja. Currently, it's inoperative. As soon as it's repaired, we'll return to the headquarters for the Stellar Summit. As one of the most experienced captains of the Republic, your presence is requested as head escort and reception of our guests. Every governing body of the universe shall be present and will set aside the differences in favor of a new era of peace and prosperity. Ja, der Weltfrieden. Don't worry, Admiral, we arrive before the visit starts. Gut so, was heißt laden? Dies ist das Raumstationspanel, in dem alle angebotenen Dienste vorgestellt werden. In der Crew-Sektion kannst du verschiedene Besatzungsmitglieder für ihre Schiffspositionen einstellen. Wenn du tote Mitglieder hast, denke daran, sie für Bestattungsdienste abzugeben, um Laderaum frei zu machen. Im Shop hast du die Möglichkeit, verschiedene Geräte zu kaufen. Das Vertragspanel gibt dir die Möglichkeit, verschiedene Missionen gegen Belohnungen anzunehmen. Das Lager erlaubt es dir, Lootkisten für neue Durchgänge zu laden. Lagern. Übergebe sämtliche Körper von toten Mannschaftsmitgliedern. Akzeptiere den Auftrag The Anthros Freighter. So. Kann ich das weg? Ja. Weg. Weg, habe ich gesagt. Hier kann ich auf Beerdigen klicken, dann. Genau, dann werden sie weg sein. So, Aufgaben? Nein. Ist das hier? Da kommt man auf Kickstarter. Ah, und hier gibt's. Das ist der Laden. Hier könnte ich Sachen kaufen. Zum Beispiel einen schweren Laser. Machen wir mal. Und dann gibt es hier den Anthros Freighter. We need an iron reactor. This wouldn't usually be a problem if we had needed materials, but this isn't the case. We haven't had any news from the space freighter. E-32 pulls a repair ship in 2 Earth days. Her crew isn't answering any calls, any hails, and the last coordinates show it nearing an asteroid field known as Anthros Cemetery. We need you to find them. Okay, wir müssen hier diese verschollenen Leutchen finden. So, dann kann ich hier auf Verlassen klicken. Jawohl. Moment. If it had been an attack, the security systems would have asked for a security detail from the station and they would have come to its aid. They could have used a signal inhibitor to cut communications. The asteroid cluster where the ship was seen doesn't correspond to any commercial route. Decree M22, under Republic law, restricts commercial routes in order to guarantee the safety of its freighters. This behavior would be a direct violation of Organic Space Law 412, Section 2/08. So, und schon sind wir unterwegs zu unserem Missionsziel. Ich hoffe, es ist nicht wirklich ein Asteroidenfeld. Befürchte aber das Schlimmste. Weil ich ja das Ding hier so gut fliegen kann. Aber es ist ein richtig gemütliches Spiel. Gefällt mir. Arrived at the freighter's last known coordinates, Captain. There doesn't appear to be anything here. Mai, can you scan the area? I detect irregular radiation readings coming from the middle of the cluster. Let's take a look. Na, das sieht ja nicht so erbauend aus. Das sieht nach Trümmerhaufen aus. Das sind Teile der Fregatte, würde ich mal sagen.
Schauen wir mal. Captain, we found the source of the radiation. We should proceed to scan. Affirmative. Mai, prepare the analysis module. Preparing the scan system. Okay, mit dem Scansystem kannst du feindliche Schiffe und Objekte scannen. Auf diese Weise kannst du im Kampf Informationen wie das Level des Feindes, seine Schwachstellen oder zusätzliche ereignisbezogene Informationen sammeln. Ziele und halte die rechte Maustaste, um das Strahlungssignal zu scannen. Ist das hier? Ja, sieht so aus. Scan complete, Captain. It's a fragment of the freighter's calibration reticle. I am 98% positive. The damage and radiation emissions confirm a plasma cannon attack. This looks like the result of an attack. Mai, can you follow the radiation signature? Comparing samples. Similar readings found in nearby coordinates. Establishing route. Folge dem Strahlungssignal. Schauen wir mal. Wupp. Hier haben wir das Strahlungssignal, hier hätten wir dann die Station wieder. Wir wollen aber zu dem Signal. Und zwar pronto. Naja, ich habe meine neu gekaufte Waffe noch nicht ausprobieren können. Oh, naja, das Captain, ändert sich we're gleich. Being hailed. Shall we accept the call? Affirmative. Ex-Pleo, commander of the Starship Insurrection of the Pirate Fleet here. I order your immediate retreat. This frigate is now under our control. Surrender or we'll open fire. Ja, dann. This is the captain of the warship Genesis of the Interstellar Republic. I demand you halt your activities immediately. Captain Scott? Of the warship Genesis? In that hunk of junk? You asked for it! Crew, tower! Okay. Oh, schön. Vernichtet das feindliche Schiff, das sind drei. Habe ich gesagt, dass ich mit der Steuerung nicht besonders klar komme? Wir geben ein bisschen mehr auf die mehr Energie auf die Waffen. Sollten aber wohl. Naja, wir haben noch die Hälfte Schilde. Thema. Oh, vorne. Okay, alles auf Schilde. Jawohl. Das ist 4. Ist aber kein Problem, würde ich sagen. Ja, ist schon gut. So, jawohl. Alles vernichtet und wir haben wieder Zeit zum Looten. Captain, the ship's remains correspond to the freighter we've been searching for. We have to look for survivors. And confirm the shipment was in fact stolen. Preparing to board. Genau, wir halten Ausschau nach Überlebenden, nicht nach Beute, nur nach Überlebenden. Ah, oh, bisschen zu schnell. Ich bin zu schnell. Komm. So, jetzt. Bisschen näher. Oh, nein, wir haben das schon. Okay. Erkunde das Wrack der Wrack der Fregatte. Da ist sie.
geben wir der Schild ausgeglichen überall hin. So, you enter what's left of the freighter as the baby doors close behind you. The bay doors close behind you. Within it, you find the remains of what used to be an enormous commercial freighter. You can sell all sorts of supplies and objects on the floor, accompanied by what were once their crew. After some time searching the corridors, you come to a passageway with two possible paths. Wir gehen nach links. Your crew and you advance through the corridor you've chosen. The further in the ship you go, the more you get the feeling that you're not alone. After a while, you reach another crossway. Wir bleiben links. You reach a small chamber where the path splits off into two directions again. One of the specialists says, "Captain, I think we've been here already." You look a bit closer and you are almost sure you're back at the first turn you made. Dann gehen wir jetzt nochmal nach links und dann beim zweiten nach rechts. You reach a small chamber. Okay, dann nicht. Dann gehen wir mal nach rechts. Nochmal nach rechts. After walking in circles, you arrive at a hallway and a bay door that opens in front of you. Through the doorframe and still within the darkness, you are able to make out a faint light. Rein mit uns. As soon as you enter, the bay doors close and the lights turn on. At the end of the room, you see the raw protonite shipment stacked in rows that emit light, rays of light. A robotic voice surprises you. It seems to be the ship's MAI system. Intruders detected in the loading bay. Activating security protocol. Opening evacuation bay doors. Oh, okay. We are the crew of the Genesis of the Republic. The AI waits a few seconds and begins to speak again. Opening suspended. Validation credentials. Error. They are intruders. No, I'm Captain Scott. We're here to rescue the freighter. The AI system hesitates for a few seconds. Establishing analysis. Probability of intruders not being identified as intruders 100%. You hear the servo motors of the evacuation bay door screech. If you open the bay doors, the shipment will be lost. Negative, the shipment has been anchored here to ensure its security. You can see the chests have mechanical anchors latched to the floor, although some are completely damaged. Okay, then we are intruders. 0% probability that the intruders are identified as intruders. Establishing analysis error. The AI begins to calculate probabilities while it seems confused. Only someone who isn't an intruder would claim they are. What are your orders, MAI? If the intruder claims it's an intruder, probability protocol incompatible. As it exclaims different errors, you hear the voice shut down to a logic error. The bay doors close, you are now out of danger. Mission accomplished, load up these crates onto our ship. You load the chest of protonite on the ship and you look for a registry of what could have happened. The engineers search through the few working terminals left, but all data appears to be corrupt. You make a security copy to be able to study it later. Wir haben rohes Protonit bekommen. Let's go back to the station to inform Susan. What kind of pirates assault a protonite freighter just to abandon it? X-Player's weapons do not correspond to the radiation we've been following. Captain, the coded data seems to follow the same pattern obtained in the slaver's base. Our team can't undertake an investigation. We haven't found enough matches. Okay, ich würde sagen, wir haben hier einen kleinen Ersteindruck vom Spiel bekommen. Gefällt mir wirklich gut, sowohl grafisch als auch spielerisch als auch erzählerisch. Macht auf jeden Fall wirklich Lust auf mehr. Ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.